Wir fangen direkt mal an mit den Quests zur Zinnogre-Woche. So sieht's aus. Also ich werde versuchen, die Woche rauszugehen. Es soll aber sehr schlechtes Wetter werden. Und da ist meine objektive Befürchtung laut Wetterdienst, das Event wird wohl ins Wasser fallen. Deswegen war ich früh draußen, habe nicht gleich ein Video gemacht. Deswegen kommt es heute ein bisschen verzögert. Aber ja, müssen wir Daumen drücken, dass die Woche ganz gut wird. Nicht allzu blöd und dann immer vor der Arbeit versuchen, ein bisschen zu handeln. Es sind ja mehr Spawns auch draußen, was ich sehr gut finde. Zinnogre lässt aber zu wünschen übrig. Da habe ich nicht so viel entdeckt in den ersten 3 Stunden. Aber egal, das sind die Quests. Und es sieht so aus, als wenn hier keine Monster drin wären, die man in einem Hunterton legen muss. Hier bei Stufe 2 fängt es erst an, ein bisschen oller zu werden, weil Thunderbugs sammeln könnte etwas dauern. Gerade wenn man wenig Abgraspunkte hat. Große Monster erlegen und dann 5 Zinnogre. Das kriegt man hin. Dann große Monster, wieder Zinnogre. Hier wieder ein Haufen Geld mit dabei. Finde ich übelst Hammer. Und zu guter Letzt haben wir noch einmal einen einzigen 6er Zinnogre und der sollte nicht das Problem sein. Selbst diejenigen, die jetzt noch nicht auf einer hohen Stufe sind, einfach in den Hunterton reingehen. Da gibt es ja überall die ganzen Quests und es gibt vor allem auch den Zinnogre wieder in 2 epischen Huntertons. Einmal gepaart, wie wir es noch aus der letzten Woche kennen, mit Black Diablos, Pink Ratian und Azorathalos. Und am Anfang hast du einen 6er Zinnogre und am Ende einen 8er Zinnogre, aber noch fetter, es gibt sie wieder. Diese 5er Zinnogre Waves mit Stufe 6, 7, 8, 9, Quatsch, 5, 6, 7, 8, 9, so ist richtig. Und wenn man da das Glück hat, einen zu finden, alle 3 Stunden, ne? Halleluja. Das lohnt sich eigentlich mehr als rauszugehen für Zinnogre, muss ich mal an der Stelle sagen. Ich habe die Waves gefunden, die zeige ich euch mal. Und bleiben wir erstmal bei den Spawns, bevor es jetzt hier weitergeht. Denn ich bin von den Spawns eher so ernüchtert. Ich weiß nicht, ob sich das die Woche nochmal einpendeln wird, ob ich jetzt relativ viel Pech hatte heute früh. Aber ich würde so behaupten, pro Stunde, wenn du zu Fuß unterwegs bist, und ich war ja zu Fuß unterwegs, dann triffst du vielleicht so 4, maximal 5 Zinnogre. Ich werde euch das hier reinschneiden, dass ich einmal das Glück hatte, da waren so 3 hintereinander. Ich bin auch Bus gefahren, ich bin Tram gefahren, weil ich gemerkt habe, zu Fuß kannst du echt vergessen. Zu Fuß ist das kein Event für dich. Wenn du jetzt einfach nur ein bisschen handeln möchtest und ein bisschen Kohle abgreifen willst, quasi Zenny oder Mats zum Eintauschen, dann ist das Event schon cool, weil dann gehst du eben 1-2 Stunden raus. Jetzt sind ja wieder mehr Monster auf den Straßen als letzte Woche. Trotzdem nur sehr wenig Zinnogre, dann lohnt sich das für dich allein deswegen. Aber jetzt nur rauszugehen für Zinnogre zu Fuß, ich kann es doch nochmal betonen, lohnt sich nicht. Du brauchst einfach zu lange, weil wenn du eine Viertelstunde laufen musst, um von einem Zinnogre zum anderen zu gelangen, dann ist das schon echt nicht so cool. Und dieser Dreier-Spawn, der war schon enorm Glück. Ich bin dann sogar an der Stelle stehen geblieben, um dann zu gucken, wo denn die nächsten Spawns sind. Und extra dahin gelaufen, also das war ja auch nochmal Glück, weil Zinnogre spawnt ja in einem Waldhabitat und Sumpfhabitat. Und als es dann zur vollen Stunde wieder hieß, neue Spawns, ja, da habe ich einen gesehen in weiter Ferne. Und das ist eben keine Seltenheit. Leider. Ich habe 2 Achter gefunden und für mich, der ja die Zinnogre-Waffe auf 10-4 bringen möchte, ich brauche ja theoretisch nur 8er Monster. Die normalen Zinnogre drunter, Stufe 7, 6 und 5, die sind zwar ganz nett zum nebenbei Farm für blaue Items, grüne Items und so weiter, aber im Prinzip brauche ich persönlich nur die 8er Zinnogre. Und da habe ich ebenfalls gemerkt, nee, kannst du vergessen. Also ich habe mir die Woche etwas epischer vorgestellt, weil ich gedacht habe, die Spawns sind so wie in einer Pink Ratian-Woche. Ja, wo du so mit 10, 12, manchmal sogar 20 pro Stunde rausgehst. Das wäre geil gewesen. Da kannst du wirklich handeln und dann musst du auch nicht die auf dem Fahrrad schwingen. Wenn wir jetzt mal Real Talk. Es sind keine super schlechten Spawns, das jetzt auch nicht. Man kann ja froh sein, dass überhaupt welche in der Wildnis sind und man sich da die Hunterton-Tickets spart. Ja, das muss man ja auch mal objektiv, fairerweise so sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es mir wirklich ein bisschen besser vorgestellt und deswegen wird wahrscheinlich die Woche für mich auch nicht so lukrativ zum Spielen sein. Weil jetzt, wo ich weiß, es gibt ja diese krassen Raids, gehe ich lieber alle 3 Stunden einmal raus für eine halbe Stunde, versuche so 1, 2 Zinnogre auf dem Weg noch mitzunehmen, wenn ich den Wald oder Sumpf habe.
und dann gehe ich wieder nach Hause und warte die nächsten 3 Stunden ab. Dann mache ich lieber 15 Nogre in einem Raid und nutze meine Zeit für was anderes, weil das ist ja dann schon, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Jeder hat ja so sein eigenes Preis-Leistungs-Verhältnis oder Kosten-Nutzen-Faktor, sagen wir es mal so, wo man abwägen muss, ob sich das Rausgehen lohnt. Für mich lohnt sich das, wenn ich mindestens 10 Zinogre easy zu Fuß legen könnte. Also pro Stunde 10 Zinogre, das muss drin sein. Und solange das nicht gegeben ist, sagt mir mein Hirn, lohnt sich nicht, ist eine Zeitverschwendung. Dann spiele ich lieber jetzt zum Beispiel Diablo 4. Neue Season habe ich mal wieder reingesneakt und da habe ich mehr Bock drauf oder spiele irgendwas anderes. Wie Hades 2 zum Beispiel, auch schon kürzlich gezeigt. So eher. So ist meine Denke, weil da habe ich halt mehr davon. Ich habe doch viel mehr davon, als für 3 Stunden dann mit 10 Zinogre nach Hause zu gehen. Das wäre für mich dann schon eine Zeitverschwendung, gerade wenn man eh schon alles hat. Und wir haben es ja auch die letzten Folgen schon gesagt, die Hunter Ranks. Mein Ziel ist es jetzt nicht, so schnell wie möglich auf Hunter Rank 300 zu kommen. Ich habe schon gesehen, es gab die ersten Screenshots, da haben irgendwelche Japaner das erreicht. Und natürlich ging da wieder die Diskussion los, ist es Cheat, ist es eine Arbeit, die man geleistet hat. Sly zum Beispiel ist ja auch sehr aktiv, hat auch noch keine 300, dem fehlen noch so knappe 50 Stufen, wenn ich es gesehen habe. Und ist auch schon beachtlich. Und ein paar Berichte habe ich gelesen, dass man in den japanischen Streams oft sieht, dass man so für mehrere Stunden zu Hause ist. Also es wird gehackt. Ob das stimmt, kann ich nicht validieren. Alles nur Hörensagen von Reddit. Und ja, wir wissen ja alle, wie zuverlässig Reddits sind, wenn da keine Quellenangaben gemacht wurden. Deswegen alle Infos immer so mit Vorsicht genießen. Aber Stufe 300 auf normalen Wege kann ich mir auch nur schwer vorstellen. Aber warum nicht? Vielleicht gibt es da den einen oder anderen krassen Johnny oder Johnny-Ine, nicht wahr? So, wir gehen aber mal wieder zurück auf mein schönes PCchen. Dann hier sehen wir monsterhunternow.quest, da oben steht's. Wer die Seite nicht kennt. Und ich habe mal geguckt, was brauche ich denn eigentlich? Weil mein Ziel die Woche ist ja den Zinogre Hammer, den ich just for fun. Hat keinen tieferen Sinn, einfach nur für die Hammermedaille. Und weil ich gesehen habe, es gab viele Videos, wo hier so ein Devilio gelegt wird, Stufe 9, easy mit einem Hammer. Und das wollte ich nachbauen. Und ich bin ja schon bei 9.2. Ich will auf 10.4 kommen. Ne, 10.5 spielt keine Rolle, ist rausgeschmissenes Geld, lohnt sich überhaupt nicht. Aber ich bräuchte 14 Zinogeplatten. Ich habe jetzt noch 6 Stück. Durch das Event haben wir gerade eben gesehen, ich gehe da mal zurück, hier, kriegen wir ja eins geschenkt. Das heißt, ich brauche 7. 7 Stück jeden Tag eine Zinogeplatte. Das muss doch drin sein. Es wäre cool, wenn ich es schaffe. Wenn ich es aber nicht schaffe, wäre es auch nicht so schlimm, denn Zinogre verschwindet ja nicht. Er bleibt ja trotzdem in den Raids drinne. Und bisher hatte ich ja auch keine Schwierigkeiten. Also das ist ja auch nochmal ein Grund, wo ich rein logisch betrachtet sagen muss, die Woche jetzt durchzugrinden macht ja gar keinen Sinn, denn Zinogre verschwindet ja nicht. Und wenn jetzt in der Wildnis eh wenig Zinogre sind und dann von den wenigen nochmal weniger Achter, dann ist das für mich leider kein geiles Event. Obwohl es ja schon cooler ist, als den nur in einem Hunterton jagen zu können. Also muss man eben abwägen, wer hat welche Ziele. Fängst du gerade an mit Zinogre? Ist es dein geilstes Event wahrscheinlich? Viele Spawns, viele Möglichkeiten und für mich, der schon weiter ist, der sagt sich nach, naja, ich habe mir mehr vorgenommen, aber ich werde mich dann doch eher entspannt zurücklegen. Leider. Gut, dann letzter Part für heute. Ich gehe mal hier auf die neuen Zukunftspläne vor. Pläne für den Sommer. Wir sehen Additional Monster, das hatten wir alles schon. Hier, ich hoffe, Chargeblade. Ich habe noch nicht geschaut, ob es da schon irgendwelche Leaks gibt, Data gemeint wurden. Aber ich würde mich schon freuen über den Chargeblade. Lässt sich, glaube ich, aber aufs Handy nur sehr schwer umsetzen. Ne? Wenn die kommt, steige ich sofort auf die Waffe um. Habe ich richtig Bock. Und man will, da steht es hier unten, man will jeden Monat ein neues Monster dann bringen im Sommer. Was ich auch geil finde, es kommt Drachenälteste. Haben die von Pluga gesprochen? Wir können nochmal den Text hier durchlesen. Mach dich bereit für den allerersten Auftritt von Drachenältesten. Hier sprechen sie vom Plural, aber ich glaube, wenn, dann wird nur einer einziger kommen. Lagiakros als Leviathan hatten wir ja schon.
die Vermutung, der wird höchstwahrscheinlich kommen. Und ich finde es aber auch gut, dass im Juni schon der erste Drachenälteste kommt. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Und das wird natürlich Kushana sein. Das hatten wir schon angeteasert, offiziell sogar angekündigt bekommen durch ein Video von hier Monster Hunter. Und dann gibt es noch irgendein letztes Monster im August. Also ja, es bleibt weiter spannend. Und hier steht auch, man möchte noch die jetzige Season. Ein episches Event zum Abschluss. Also, was die halt ganz gut machen, die wecken halt Interesse. Das kann man nicht anders sagen. Ob es die Events gut werden, muss man gucken. Für mich zum Beispiel war jetzt auch das Sinnoh-Event das geilste, hätte ich gedacht. Aber letzte Woche war spielerisch dann doch ein bisschen besser, weil die doppelten Belohnungen... Ich kann euch schon mal sagen, meine Ausbeute übrigens. Ich habe ja 5 Legianer am Tag gelegt durch das Tracking. Immer 8 da, das heißt 35 Legianer und dann relativ viele 8er Legianer auch auf der Map. Ich habe einen einzigen roten bekommen in der Woche durch Legianer und der war blöderweise im gebrochenen Teil. Das heißt, auch da war ich nicht so glücklich, auch bei Bariot. Ich habe immer die Raids gemacht, wenn es ging, die 8er Raids mitgenommen, wo der drinne war oder Zinore dann eher... den gemacht statt Bariot. Ich habe auch damals sie geschafft, dass ich meine Rüstung als Deko-Rüstung von Bariot bekommen habe. Das ist ein Haken dran, finde ich cool. Und das war für mich eine sehr spaßige Woche. Es kann sogar sein, dass die jetzige Woche nicht so spaßig wird wie die letzte, obwohl ich eigentlich auf die Woche mehr Bock habe. Muss ich mal gucken. Ich werde euch berichten am Ende der Woche. Und ja, je nachdem, wenn es ins Wasser fällt, hat sie es eh gegessen. Aber ruhig bleiben. Zinnoge rennt nicht weg. Nutzt die Gunst der Stunde und ich bin gespannt, was wir dann nach Zinnoge dann raushauen werden als Abschluss der ersten Season. Und damit euch eine schöne Woche, René Haun und Schuss.